Hallo, ich nehme dich heute wieder mit durch meinen Alltag. Ich bin gerade eben nach Hause gekommen. Ich habe nämlich Clara vom Kindergarten abgeholt. Sie ist jetzt gerade mit Johann draußen und sie rodelt, denn wir haben hier tatsächlich Schnee liegen. Elisa ist mit mir hier. Elisa ist da und schaut den großen Geschwistern zu. Aber wir gehen jetzt auch einmal raus, damit sie auch ein wenig im Schnee stapfen kann. Obwohl ich sagen muss, Elisa mag das nicht so gerne mit dem Schnee. Sie will da meistens ziemlich schnell wieder rein. Aber ich glaube, das sieht so lustig aus mit Johann und Clara. Da hinten sind die beiden und rodeln von unserem eigenen Rodelberg. Sieht so lustig aus. Darauf hätte ich jetzt auch richtig Lust. Also wir machen uns jetzt auch einmal fertig und dann gucken wir mal, ob wir draußen auch ein wenig rodeln können. Wollen wir uns anziehen? Auch einmal rodeln? Hast du keine Lust? Eben hat Elisa nämlich noch Mittag gegessen. Das ist ihre Portion Nudeln mit Erbsen, Tomatensoße und Hähnchenfleisch. Und sie sitzt seit neuerdings hier auf so einem Stuhl. Genau das hat sie nämlich immer gemacht. Sie hat sich immer Klaras Stuhl jetzt immer geschnappt und ist da hochgeklettert und saß dann damit am Tisch. Sie hatte keine Lust mehr, auf ihrem Babystuhl zu sitzen. Deshalb haben wir den jetzt weggeräumt auf dem Dachboden und Elisa kann jetzt immer selbst da hochklettern, wie man sieht. Und da sicher sitzen und ist jetzt mit uns am richtigen Erwachsenentisch mit. Ja, super. Ja, sehr gut, Elisa. Es fühlt sich gut an, wenn man so selbstständig sein kann. Johann wurde auch zum Geburtstag eingeladen. Deshalb habe ich hier so eine wunderschöne Geburtstagseinladungskarte liegen. Da müssen wir dann auch bald das Geschenk kaufen. Aber sie hat auch eine Wunschbox zusammengestellt. Dann kann man sich einfach dort was rausholen. Dann ist es auf jeden Fall etwas, was ihr auch gefallen wird. Ich packe jetzt einmal die Elisa ein. Hier ist ja ihr neuer Schneeanzug, den ich ja schon mal gezeigt hatte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den nochmal zu kaufen. Clara hat übrigens auch einen neuen Schneeanzug bekommen. Den kann ich dir auch einmal unten verlinken, falls du auf der Suche bist nach einem guten Schneeanzug. Der ist nämlich ganz toll. Den kann sie dir gleich auch nochmal genauer zeigen. Lisa, komm. Wir haben einen Schneeanzug. Dann können wir auch einmal raus. Ding, 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 ding. Was ist los? Na komm. Können wir einmal rausgehen. Oh, du süße Maus. Jetzt sind die schön dick eingepackt. Ich finde diese Schneeanzüge so gemütlich. Am liebsten hätte ich selber einen dicken Schneeanzug bei dem Wetter. Letztens waren wir nämlich spazieren draußen zum Ausflug und da habe ich doch ziemlich toll gefroren. Du hängst da so ein bisschen in den Seilen, Elisa. Hängst du ein bisschen in den Seilen. Komm her. Hinstellen. Jetzt noch die Ärmchen rein. Dann habe ich noch eine neue Mütze für sie. Mal kurz gucken, wo ich die habe. Wo ist die Mütze? Da, da ist die Mütze. Ja, meinen Schrank muss ich auch mal ein bisschen aufräumen, aber die ziehe ich auch gleich an, die Jacke. Hier ist diese wauschelige, wauschelige Mütze. Die ist so süß. Und wo sind deine kleinen Handschuhe, Elisa? Die müssen wir auch noch anziehen. Alles in voller Montur. Ups. Mami kommt gleich nach. Erstmal gucken. Geh mal gucken, wo Johann ist. Wo ist Johann? Richtiges Michelin-Männchen. So süß. Du warst auf meiner Mauer. Eieiei, das sieht ja lustig aus. Auch kannst du auch mal. Ja, das machen wir auch mal. Ja. Okay. Da. Ein Poporutscher? Mami, zeig es dir mal. Ja, zeig mir erstmal, wie das geht. Mir hat Spaß gemacht, Johann. Na, Elisa, willst du auch einmal rutschen? Soll Mami einmal mit dir rutschen? Jetzt kommt erstmal Johann! Wohin willst du denn?
gegen die Mauer. Gleich, ja? Jetzt rutscht Mami einmal mit Elisa, dann mit Elisa auch einmal. So, ja? Oder? Okay. Also, mir hat Spaß gemacht. Lacht sie? Nein. Eva hat sie auch schon, ja, als ihr gerutscht seid, haben wir auch ein bisschen gelacht. Hilf mir mal hoch, Johann. Hilf mir mal hoch. Clara, Clara, hilf mir mit. Mami kommt nicht mehr hoch. Dankeschön. Dankeschön, Johann. Bitte. Jetzt bräuchte ich eigentlich so eine Action-Cam. Ich will das jetzt einmal aufnehmen, wie ich runterdüse. Und... Guck mal, ich bin fast an der Mauer hier angelangt. Oh. Oh. Dankeschön, Johann. Dann zeigt mir mal euer Iglu. Ja. Ich stelle wie immer unsere Po-Rutschers ab. Okay. Hier haben wir gestern geschlafen. Ja, von 16 Uhr bis 18.16 Uhr waren wir da und haben ein bisschen geschlafen. Genau. Die Kinder, beziehungsweise Justus, haben mit den Kindern dieses Iglu gebaut und dann haben die tatsächlich gestern 2 Stunden lang mit Schlafanzügen hier drin geschlafen. Kann man das da drin einmal zeigen? Ja, sieht man da die irgendwas? Plastiktüte. Eine Plastiktüte, genau, damit man nicht auf dem nackten Schnee sitzt. Und so sieht das hier drin aus. Ja, schön gemütlich. Hier bin ich. Hallo Clara. Können wir uns ein bisschen hinsetzen. Ah, multifunktionales Iglu. Sehr gut. Ich habe mir übrigens einen neuen Parker geholt, weil ich nicht mehr dieses Blau sehen konnte. Und da es ja immer noch so schön kalt ist, hat es ja auch gepasst. Also den kann ich auch einmal unten verlinken. Da hat mich auch einige nachgefragt auf Instagram. Ist richtig schön, auch gemütlich und warm und schön dick. Ich habe sowieso einen Haul gemacht. Den wollte ich gleich nochmal zeigen, weil ich mir bei manchen Sachen nicht so ganz sicher bin, ob ich sie behalten soll oder nicht. Da kannst du mir dann gleich einmal bei helfen. Und falls du dich wunderst, was hier die ganze Zeit so piept, das sind diese Dinger hier. Ja, mach das mal, Johann. Rutsch mal freihändig runter. Auf jeden Fall sind das jetzt diese Maulwurfs, wie heißen das? Ja, gegen Maulwürfe einfach. Weil wir hatten jetzt so viele Maulwurfszügel hier, dass es echt gar nicht mehr auszuhalten war. Also sie kamen auch immer wieder neu. Deshalb hat Justus die jetzt im Baumarkt besorgt. Auch mehrere Stück davon. Die sind hier überall im Garten verteilt. Und er meinte, seitdem wir die haben, sind auch keine neuen Maulwurfszügel rausgekommen. Also scheint zu funktionieren. So sieht das aus. Das kommt in den Boden und das piept dann halt immer. Und das soll wohl nervig sein. Da. Hast du es gehört? Das hat gepiept. Das soll sehr nervig sein für die Maulwürfe. Und hier ist auch noch so ein Teil. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Vielleicht so die Zentrale oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Wart ihr auch schon auf dem Hügel da? Ja, zeig mal, ob der auch gut rutschig ist. Ich zeige es auch gleich. Oh, was war das denn? Ein Maulwurfshügel. Ein Maulwurfshügel war im Weg. Wir sind wieder reingekommen. Johann muss nämlich noch Hausaufgaben machen, die gehen natürlich immer erstmal vor. Aber Spiel und Spaß darf natürlich auch nicht fehlen. Elisa ist ein bisschen nervös, ich habe nämlich was in der Hand für sie. Ja, ich packe es jetzt einmal aus. Moment. Ein bisschen Nachtisch für Elisa. Bitteschön. Komm mal, jetzt ist sie glücklich. Heute Morgen war ich nämlich mit Elisa bei DM, da haben wir noch mal ein paar Sachen geholt. Unter anderem auch wieder diese Riegel hier von DM Bio. Die hatte ja Justus letztens mitgebracht und ich muss sagen, die sind echt besser als die von Freche Freunde, weil die von Freche Freunde ja voller Getreide sind und Elisa mag das nicht so gerne. Und die hier sind wirklich komplett Fruchtschnitte. Scheint auf jeden Fall besser zu schmecken, deshalb habe ich ganz viele davon geholt. Kann sie dann zwischendurch auch immer mal essen. Meine Wäsche ist jetzt auch gerade fertig geworden, hat gerade gepiept. Ja, ja, ja. Nicht mehr piepen, bitte. Heute ist nämlich auch noch großer Wäschetag gewesen. Eine Portion schwarze Wäsche habe ich da schon hängen, komplett fertig. Jetzt kommt noch die weiße, beziehungsweise ja, Buntwäsche muss ich noch machen. Justus ist da auch ganz, ganz streng mit seinen weißen Sachen. Weiße Hosen, weiße Hemden.
weiße Poloshirts, die müssen immer separat gewaschen werden. Einmal hatte ich den fatalen Fehler gemacht, dass ich seine weißen Sachen mit einer schwarzen Socke gewaschen habe. Fast Ehekrieg. Wirklich ganz schlimm. Aber die weißen Sachen kriegen halt auch ganz schnell so einen grauen Schleier. Deshalb sieht das dann natürlich auch nicht mehr so schön aus. Schreib mir mal, wie oft du einen Wäschetag machst oder ob du vielleicht sogar jeden Tag wäschst. Denn mal nur eine Wäscheladung könnte man ja auch machen. Oder ob du an einem Tag ganz viele Wäscheladungen machst, so wie ich. Das ist weiße Hosen lasse ich lieber erstmal. Den wasche ich nochmal separat. Dann kommt noch hier mein Wäschei rein. Und dann auf 40 Grad. Ich wasche immer alles auf 40 Grad. Erstmal 2,5 Stunden warten. Am meisten haben wir eigentlich so schwarze Wäsche, weil da natürlich viel Socken, Unterwäsche allgemein, Handtücher. Dann wollte ich dir jetzt einmal meine Bestellung noch zeigen, die ich in den letzten Tagen getätigt habe. Sind ein paar Kartons angekommen. Habe ich auch schon selbst einmal reingeschaut, aber wir gucken auch nochmal zusammen rein. Ich habe mir vor allen Dingen nochmal ein paar Schals besorgt, weil ich das ganz schön finde immer. Als Accessoire mit Schals. Huch! Parker hast du ja eigentlich schon gesehen eben, aber ich ziehe ihn trotzdem nochmal an, dann kannst du ihn in ganz einmal schauen. Ich wollte halt unbedingt mal einen Parker haben, der nicht nur schwarz oder dunkelblau ist, so wie die typische Winterfarbe für Jacken, sondern ich wollte halt auch was Fröhlicheres haben. Die finde ich richtig schön, die behalte ich natürlich auch, habe ich auch in letzter Zeit schon angehabt. Hier drin ist das auch so gefüttert und ich glaube, das ist sogar eine extra Jacke, die da reingeknöpft ist. Ich glaube, das kann man nochmal separat abmachen, dann ist sie ganz dünn und dann kann man das auch noch im Frühling tragen. Kapuze ist auch richtig toll. Richtig bauschel, bauschel. Dann habe ich mir noch besorgt, was für Sport, hatte ich auch schon in Benutzung. Ist auch ein bisschen nass vom letzten Mal. Und zwar so eine neue Trinkflasche, die fand ich auch richtig hübsch. Die ist sogar mit Strohhalm, das heißt, man kann sie dann so mit Strohhalm trinken und gar nicht so kippen. Das ist ein Schal. So sieht er aus, so ein bisschen länglicher, also nicht quadratisch, aber auch hübsch gemustert. Ich mag ja gerne so pastellige Farben. Und das hat so schöne Pastelltöne hier am Rand. Da kannst du mir mal schreiben, ob dir das gefällt oder ob ich das zurückschicken soll, weil bei dem Schal bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Dann den Schal, den ich eben anhatte draußen. Das war der hier. Den finde ich richtig schön. Und den behalte ich natürlich auch, hatte ich auch schon in der letzten Zeit immer an. Also auf der einen Seite ist er so ein bisschen dunkler und auf der anderen Seite ist er ein bisschen heller. Und hat auch so ein schönes Karree und ist auch viereckig. So kann man den ganz gut tragen, so wie man gerade möchte. Es gibt noch einen und zwar sieht er fast so ähnlich aus wie der andere, aber nur fast, denn der ist ein bisschen dunkler. So sieht er aus. Das ist das Karree von dem hier. Einmal angezogen. Das so aus. Oh, ich liebe diese XXL-Schals. Kann man auch direkt als Kleid benutzen. Ja, so sieht der hier aus. Finde ich auch sehr hübsch. Schreib mir mal, wie du den findest. Welchen Schal du am schönsten findest? 1, 2 oder 3? Und weil bei uns ja der Winter ausgebrochen ist, wie man sieht draußen, habe ich mir noch Handschuhe gekauft. Und zwar einmal diese hier. Das sind diese Touchscreen-Handschuhe. Damit kann man auch sein Handy bedienen. Das ist ganz toll. Also obwohl man die anhat, kann man trotzdem auf dem Handy so tippen. Das wird alles registriert. Solche Handschuhe liebe ich. Die braucht man ja auch heutzutage, ne? Sonst muss man ständig mit kalten Fingern das machen. Und dann habe ich aber auch nochmal solche besorgt. Das sind aber normale. Oh, Elisa weint. Ich gehe mal nach oben gucken. Für Clara wird es diese Woche übrigens auch sehr spannend, denn für sie geht die Vorschule los. Und da wollen wir noch ein paar Besorgungen machen. Also ein paar Stifte, Blöcke, je nachdem, was man braucht. Ein paar Sachen habe ich auch schon da und wir wollten jetzt einmal sortieren. Alles gut? Ja. Na, Elisa, was gibt's zu motzen? Elisa! Elisa! Musst du rückwärts gehen? Vorsicht, Elisa! Huch, siehst du? Vorsicht beim Rückwärtsgehen. Clara hat gerade die Toni-Box an. Liliane Susewind. Und malt gerade wieder etwas. Mein Computer. Ach, dein Computer. Clara hat sich einen Computer gebastelt. Wollen wir mal gucken, was du für die Vorschule schon hast? An Stiften und so. Das ist ja dein Mäppchen. Da müssten eigentlich die Sachen drin sein. Und vielleicht kann ich es auch in mein Einhornmäppchen tun. Ja, dein Einhornmäppchen lieber. Okay. Aber wir müssen einmal gucken. Ach ja, hier ist dieser Stift hier. Ja, den packe ich. Genau, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, davon haben wir sogar noch einen. Genau, das sind die hier.
Die mag ich, beziehungsweise die mögen die Kinder sehr gerne. In der kompletten Grundschule schreiben die gar nicht mit Füller, sondern mit Bleistiften. Und entweder kauft man diese dicken Bleistifte, die man so gut festhalten kann, oder man kauft eben die hier. Und das Gute ist, die haben so einen Spitzer. Das ist nicht das Gute, sondern das Gute ist, man kann sie einfach hier so runterdrücken. Kann man hier einfach oben drücken und dann kommt hier die Spitze raus. Das ist ganz gut. Und eben auch wieder zurück. Das kann man auch wieder zurück machen. Aber das ist ein anderer Armspitzer hier. Ja, das macht ja nichts. Das ist einfach nur der blaue, aber das funktioniert genauso gut wie der hier. Mäppchen. Jetzt muss ich aber noch einen anderen Armspitzer einpacken. Armspitzer hast du ja auch genug hier. Sogar zwei Stück kannst du einen aussuchen. Such mir einen aus. Der hier passt auch richtig. Es ist am besten, wenn du für diese ganz großen Sachen nochmal so ein großes Mäppchen nimmst. Für die großen Sachen, zum Beispiel Kleber, müssen wir auch mitnehmen. Ich suche mir aus, welches Mäppchen möchtest du? Das hier gerne. Das mit dem Einhorn auch? Da sind auch Stifte drin. Ja, musst du mal gucken. Ich glaube, du brauchst nicht alle Stifte. Ich will mal aussortieren. Guck mal, welche Stifte magst du denn gern? Magst du lieber diese dicken Stifte? So, die man so gut festhalten kann. Oder magst du lieber diese dünnen Stifte hier? Sowas? Ich mag sowas. Magst du die dünnen Stifte lieber? So, Lisa hängt mich hier hinten schon wieder. Lisa hängt mir am Rockzipfel. Erwischt. Mami, dich erwischt. Lisa, eine kleine Schnürbeline. Eine kleine Schnürbeline. Muss einmal Windel wechseln gehen, Clara. Machst du einmal weiter? Jetzt einmal sortieren, ne? Welche alle Stifte ich reinpacke und welche alle nicht. Das sieht ja schon, dass ich die Stifte gerade haben möchte. Und die auch. Den will ich. Möchte ich. Ich komme gleich wieder. Hier bin ich wieder. Oh. Anderes. Reicht, ne, an Stiften. Das nehmen wir in einem Rucksack mit. Da kommt dann noch was zu trinken für dich rein, ein bisschen Knabberei für die Pause. Es sind nämlich zwei Schulstunden, die dann durchgemacht werden. Wann ist das nochmal? Wie viel noch schlafen? Zweimal noch schlafen. Dann geht's los. Jetzt sieht man einmal die große Matratze in Action. Johann? Ja? Was ist mit deiner Hose? Was ist da passiert? Komm mal bitte her. Was ist denn jetzt schon wieder los? Schon wieder eine Hose kaputt gegangen? Eine Hose von vielen. Zusammen, ich habe gezählt. Zehn Hosen. Zehn Hosen hast du schon kaputt gemacht. Funktioniert denn noch, Clara? Geht gar nicht. Das ist nämlich der CD-Player, seitdem wir die Tonybox haben. Ist der eigentlich eher aus? CD-Sammlung, so sieht das aus. Das hier, das mag ich sehr Fei gerne. Fei Wong, ach so, stimmt. Das ist noch so eine alte CD von mir damals. Oh, da steht sogar Funny. Aber das ist ja diese asiatische Sängerin. Aber sehr, sehr schön. Das ist schöne Musik, ne? Wollen wir das hören? Helene Fischer ist auch dabei. Ganz gut, wenn man deutsche Musik hört, dann können die Kinder nämlich auch mitsingen. Was ist denn, Elisa? Möchtest du auch was sagen? Süße Maus. Ja, so eine CD. Lisa ist schon wieder am Knöpfe drücken. Hm, ich glaube, da muss man drücken, ne, Elisa? Kann das sein? Genau. Was ist drin? Ich weiß gar nicht, was für eine CD drin ist. Huch! Elisa! Elisa hat es angemacht. Super! Tanzen, Elisa, tanzen! Komm, tanzen! Rock'n'Roll! Ja, tanzen, Elisa! Oh, jetzt super! Ja, hübsch! Tanzen! Johann ist jetzt fertig mit den Hausaufgaben. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu spielen. Ich glaube, wir gehen gleich auch noch mal raus zum Rodeln, weil wer weiß, wie lange der Schnee noch da ist. Und dann wollen wir auch schon los zum Kampfsport. Und deshalb würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.